bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Bei einer Evakuierung lassen Sie bitte Ihre Gepäckstücke zurück. Am Salzburger Hof in Leogang. Ich freue mich. Das war jetzt eine ganz schöne Gurkerei hierhin. Mit zähfließendem Verkehr und einsamen Straßen, wo wir gar nicht lang mussten. Ein richtig schöner Weg hierhin. Aber jetzt sind wir da, checken mal eben kurz ein und dann gucken wir mal, was Montraker so aufgefahren hat, würde ich sagen. Bis gleich. Heute machen wir eine kleine E-Bike-Tour. Als Rad haben wir die neuen Crafty RR mit dem neuen Bosch CX-Motor. Fox-Fahrwerk, 36er und DPX-2-Dämpfer. Max ist bereift und die haben eine komplett neue Anlenkung am Dämpfer bekommen. Ich bin mal gespannt, wie sich das fährt. Ist auf jeden Fall alles viel massiver geworden. Komplett neuer Rahmen entwickelt um den neuen Bosch CX-Motor herum. Ja, ich bin mal ganz gespannt, wie sich das so fährt. Wir sind heute 3 Stunden ungefähr unterwegs und am Nachmittag geht es dann auf Super Foxy mit der Gondel hoch und dann ein bisschen Knallgas runter. Bis später. Tschüss. Ja, jetzt haben wir uns heute hier für die Easy-Gruppe eingetragen. Er ist natürlich ganz schön easy, ne? Wir fahren jetzt hier schön, ein bisschen panoramamäßig, gondeln wir hier mit den E-Crafties durch die Gegend. Ich hoffe, es geht gleich auch mal in den Wald. Aber guckt mal selber. Sind wir beim Spielwerkhaus oben angekommen. Haben wir jetzt so die Hälfte der Strecke und sind eben hier kurz eingekehrt. Kleinigkeit trinken. Mal eben kurz noch das Bike noch mal an die Ladestation dran geschmissen, weil ich die ganze Zeit im Power-Modus hochgefahren bin. Ja, und hier kann man das aushalten. Ne? Die wissen ja echt zu leben hier, muss man schon sagen. Ich zeige euch mal einen kleinen Ausblick. Ja, das ist die andere Seite der Kamera. Genau da stehe ich gerade. Bin ich am Pinkeln. Das ist hier der kleine Trog. Oh, hier sind natürlich ein paar Fahrradfahrer drin. Ne? Also nicht in dem Trog, sondern hier haben ein paar Fahrradfahrer ihre Fahrräder abgestellt. Und oh, das ist das Spielwerkhaus. Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl zwischenzeitlich, aber es lag wohl tatsächlich am Fahrer. Aber eh irgendwie war hier alles mehr oder weniger taugt dann nicht. Boah.
ist es technisch. Aber ziemlich cool ist es. Ja. Also Schnee. So, jetzt sind wir auf knapp 2000 Meter Höhe. Ja, und jeder, der behauptet, dass E-Mountainbiken nicht anstrengend sei, den lade ich doch herzlich dazu ein, sich mal so ein E-Mountainbike zu schnappen und dann mal hier die Trails hochzufahren. Natürlich ist das mit einem Nicht-E-Mountainbike etwas anstrengender, aber ich würde behaupten, es ist fast auf gleichem Niveau, weil du hängst halt immer am Gas. Du fährst ja viel schneller. Und wenn du ein bisschen Mountainbiken im Blut hast, dann gondelst du damit auch nicht ganz locker hoch, sondern fährst. Der Miguel ist einer der beiden Chefs von Montraker. Und er ist heute das erste Mal das Super Foxy hier in Leogang gefahren. Und die Jungs von ihm haben sich was total Cooles einfallen lassen. Die sind vor ein paar Tagen hier rumgefahren und sind in den Baumarkt gegangen und in den Angelladen und haben sich Sand, Vogelsand besorgt und so Bleie, die man zum Angeln benutzt, und haben in seinem Rad, was er dann heute gefahren ist zum ersten Mal, den Lenker mit Sand befüllt, die Bleie in den Rahmen und ich weiß gar nicht noch, wo überall reingestopft, und haben so dieses Fahrrad ungefähr 4 Kilo schwerer gemacht. Wir haben es ihm heute nicht erzählt, sondern haben ihn den ganzen Tag damit fahren lassen. So, er hat sich nicht richtig was anmerken lassen. Alle Leute sind immer zu ihm gekommen und haben gesagt, das war natürlich abgesprochen vorher, hör mal, super Rad, aber irgendwie fährt das nicht so richtig cool und ist auch irgendwie ein bisschen schwer und so. Und er ist jetzt seit heute Mittag am Grübeln, lässt sich aber nichts anmerken, wohlgemerkt, und überlegt so, Mensch, woran kann das dann gelegen haben? Ich bin mir sicher, der hat heute in Gedanken schon 3 bis 5 Mal seinen Produktmanager gekündigt, beziehungsweise schon das ein oder andere Telefonat mit ihm vorbereitet. Und ich gehe jetzt nach unten zum Stand von Montraker, weil er erst gleich dort vor versammelter Mannschaft gesagt bekommt, was die heute für einen Unfug mit dem getrieben haben. Also ich hoffe, dass ich das noch mit auf Video bekomme und würde euch jetzt heute einfach mal oder jetzt gleich einfach mal mitnehmen nach unten. Wir sehen uns gleich unten, wenn der Miguel das gesagt bekommt. Vielleicht soll ich dazu noch erwähnen, dass der Miguel ein totaler Tech-Nerd ist und das neue Super Foxy sein kleines Baby ist. Also das heißt, er hat da wirklich viel Herzblut reingesetzt und hat sich total auf das neue Rad gefreut, und jetzt haben die ihm heute so einen Floh ins Ohr gesetzt.